Wir hatten hier schon einmal von Julia Schoch das Vorkommnis. Ich glaube, das hat Renate damals vorgestellt. Das war der erste Teil einer autofiktionalen Biografie einer Frau. Und ich erinnere mich, dass unser Musikbibliothekar Herr Kaltenborn zu mir gesagt hat, das Vorkommnis musst du lesen, das ist das ein tolles Buch. Ich habe es nicht gemacht aus irgendeinem Grunde. Und jetzt kam der zweite Teil, das Liebespaar des Jahrhunderts. Und da habe ich jetzt mal zugeschlagen. Und da hat Frau Schoch mich mit den ersten Sätzen einfach gekriegt. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist, und noch etwas erstaunt mich. Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. Drei Wörter am Anfang, drei Wörter am Ende. Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen. Da hatte sie mich schon. Und ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen und fand das wow. Also, sie sind 33 Jahre zusammen. Und sie erinnert sich und sie erzählt, wie man sich kennengelernt hat. Die ganz, ganz große Liebe. Und man macht das ja alles viel besser als die anderen Paare. Man ist das einzige Paar. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, das zu lesen. Und es geht so lange. Und es ist ein schmerzlich schönes Porträt zweier Liebender in unserer Zeit. Über Höhen und Tiefen. Gehen und bleiben. Es ist hinreißend erzählt, scharfsinnig und zugleich berührend aufrichtig. Ein großes Werk, fand ich wirklich. Ich fand das so toll erzählt alles, wie sich so dann nach Jahren das einschleicht, das Familienleben, wie das alles normal wird. Ein bisschen langweilig. Oder lieben wir uns eigentlich noch? Ja, kann ja nichts gegen ihn sagen, aber das Feuer ist weg. Und oft denkt sie darüber nach. Ich gehe. Ja, aber warum eigentlich? Man kann auch einfach so weitermachen. Und das fand ich also absolut faszinierend. Und ich habe mich in vielen Sachen und Gedankengängen irgendwie so wiedergefunden. Ja, man macht dann so weiter. Und trotzdem denkst du immer, nee. Da muss ja vielleicht noch was anderes sein. Aber nach 33 Jahren ist man ja auch nicht mehr ganz taufrisch. Womit will man denn nochmal von vorne anfangen? Und geht das überhaupt nochmal von vorne anfangen? Oder ist er nicht einfach doch die große Liebe ihres Lebens und kann durch nichts anderes mehr getoppt werden? Trennen oder nicht? Ich verlasse dich. Denken Sie mal drüber nach, wie es ausgehen wird. Ich war sehr gespannt. Ich kann wirklich nur sagen, ich finde das absolut lesbar. Ich werde natürlich auch das Vorkommnis jetzt lesen und bin gespannt auf den dritten Teil. Ich finde, dass das wirklich eine ganz großartige Autorin ist, und ich würde Ihnen dieses Buch, möchte ich Ihnen wirklich absolut ans Herz legen.